28. Bisschen weit entfernt. So, ich kann jetzt ja Zertrümmerer benutzen. Und dann nach unten gehen. Gibt es ja auch andere Pokémon? Ja, in jedem meiner Areal gibt es andere Pokémon. Das heißt, hier gibt es Rihornior. OMG. Kommen erstmal wieder die krassen Pokémon. Aber ich will eher unterentwickelte Pokémon haben jetzt. Ich meine, ich habe jetzt 4 Pokémon, die sich nicht mehr weiterentwickeln können. Oder die eventuell sich nicht weiterentwickeln können. Nice. Aber wir können es ja trotzdem einfangen. Ich meine, jetzt haben wir genug Bälle. Alter, was? Was war das denn? Das ist ja beängstigend. Hat dieses Rihoni einfach mal gerülpst und dann bin ich durch seinen Mundgeruch einfach mal weggeflext worden? Oh, wow. Ich glaube, der Nachteil ist, wenn die nämlich auf dem hohen Level, auf der letzten Entwicklungsstufe sind, ich kann es nicht so einfach einfangen. Einmal nur. Meine Bälle. Ich habe nicht so viele. Jetzt habe ich Hoffnung gemacht. Ich werde nie wieder Hoffnung machen. Dann bleibt dieses Pokémon auch drinne. So viele Bitchlaps. Bleib drinne. Ja. Nein. Rihornio. Nein. Rihornio. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen schwächen. Ich weiß aber, Rocky ist... Wobei, Rocky... müsste es eigentlich hinkriegen. Gut, Abenteuer ist so eine langsame Attacke. Also, pap, pap. Wow. Weniger als gedacht. Immer noch nicht im roten Bereich. Muss ich nochmal dran? Rocky, was ist los? Nur ein bisschen. Ein kleines Stück. Dann bist du schon am Ziel. Nice. Perfekt. So, somit müsste ich höhere Chancen haben. Nichts. Extreme Speed? Was? Da geht Rihornior richtig ab. Stell dir mal ein Rihornior vor mit Extreme Speed. Ist er wie ein fausteigener Felswurf oder so. Schleudert sich selbst um die Gegend. Mit Extreme Speed. Das ist ja ironisch. Nur vom Typ Gestein. Monogesteinstyp. So, wie wollen wir dieses Rihornior nennen?
Ich würde auch eher Bug Dragon ablegen. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie stark Rihonir ist. Aber Extreme Speed ist wertvoller. Steinumann. Okay. Dann nehmen wir das. Oder eher Steinwoman. Ist ja weiblich. Mist, ich glaube, ich muss das O auslassen. Steinufrau. Wobei, Steinufrau. Ja. Ja. Das würde passen. Ich habe es an Steinoman gedacht. So, Steinfrau. Nein, nicht mit sie. Ja gut, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Was ich sowieso machen wollte. Angela Merkel. Nein. Das hat Rihonir nicht verdient. Ich habe jetzt irgendwie nichts gegen Bibberwill, aber das ist doch enttäuschend. Ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, selbst wenn mir was Kleines ist gedacht, aber Bibberwill, eins der Start-Pokémon. Ich weiß nicht. Hier, Flare Blitz. Jetzt noch Extreme Speed. Fupp. So nenne ich immer meine weiblichen Brecher-Pokémon. Okay. Meinst du, Angela Merkel kann richtig hart zuschlagen? Beins. Und mal. Und noch Iron Man Level Up. Steinoman war auch, wie man gemerkt, aber ich finde den Titel Woman seltsam und nicht so heroisch. Ja, stimmt schon. So, Bind Elektro. Ah, 50er Stärke Bind. Ist not bad. Dann haben wir noch was gekriegt? Nee, dann wahrscheinlich nicht. Die geile Sau. Ist durch ein Meme entstanden. Okay. Darf ich fragen, durch welchen Meme? Oh nein. Wieder mit Extreme Speed. Die Animation dauert, ja, okay, lange, aber ich würde schon gerne hier flüchten. Dankeschön. Triple Kick. Okay. Hört sich gefährlich an. Ich kenne die Attacke. Ist auch gefährlich. Sieht nach einer Elektroattacke aus. Feuer. 30er Stärke. Aber kann mehrfach angreifen. Das heißt, könnte eine Stärke von insgesamt 90 haben. Kann geil. Iron Man kann das erlernen. Das passt ja sogar. Eine Feuerattacke. Moment mal, was kann Iron Man alles? Eigentlich passt das sogar sehr gut.
Account. Fire Punch Burn. Ist aber normal. Ich würde eher Fire Punch wegmachen. Hat leider kein Stab. Soweit ich weiß, hat Dreifachkick eine hohe Chance, einen Mehrfachangriff zu bieten. 60. Stahl. Brauche ich das denn? Wir haben sowieso Käfer, also Jotsmith mit Käfertafel als Coverage gegen Pflanzen-Pokémon. Aber gegen Stahl-Pokémon an sich haben wir eigentlich nichts. Wir hätten sonst noch Spark vom Typ Kampf. Meme verbot Deutschland und ist physisch. Das kann böllern. Ich habe mit Kollegen eine Techlog gespielt und jemand hat Despota Angela Merkel genannt. Okay. Das ist ja witzig. Hier unten gibt's nur Rionio. Hat's einen bestimmten Grund? Also ich nehme schon an, dass Rionio hier jetzt die den Slot von Zubazi übernimmt. Schutz brauche ich auch. Hier ist noch ein Item. Werde ich mir gönnen. Und noch ein Trainer. Sonst kann ich hier nur mit dem Fahrrad weiter. Oh, kein Trainer. Dubius Disc. Moment mal, was war das nochmal? Für Porygon? Ja, für Porygon. Pelipper in der Höhle. Ein Pelipper in der Höhle drin. Was? Was ist das für eine... Alter, mein Herz. Ich dachte schon... Charge with Light. Was ist das für eine Attacke? Fällt mir gerade nicht ein. Hä? Was ist das? Ich hoffe, geile Sau wie zu Palge mit Eisfeuertyp. Das wäre episch. Das ist so richtig episch. Also, wie gesagt, man kann alle Pokémon einfangen. Das heißt, wenn wir jetzt nur die voll entwickelten Pokémon sehen, bedeutet das aber auch, dass wir später mit großer Wahrscheinlichkeit eher die unterentwickelten Pokémon sehen. Masham. So, da muss ich... Kann ich nicht fliehen. Dragonpulse. Macho mal mit Drachenpuls. Ich kann nicht fliehen. Ice Fang. Ist aber sehr lustig. Soll ich mir dieses Macho mal gönnen? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Gengar sehe, dann werde ich es auf jeden Fall einfangen und benutzen.
Also Gengar... kann keiner was sagen. Oder Apollo. Oder sogar beides. Ist dieses Macholo Bulky? Was ist da los? Muss ich sogar zu Iron Man? Also physisch kann dieses Machoma sehr gut aushalten. Ja. Ist das hier Iron Man 2.0? Kann ich jetzt richtig hart angreifen? Hä? Soll ich das verstehen? Ich glaube, das war ein bisschen zu hart. Ich dachte jetzt mit Eisenabwehr... würde es vielleicht erstmal so circa in den roten Bereich schicken, aber... was? Ich weiß nicht mal, wie die Attacke heißt. Aber so wird auf jeden Fall irgendein weißes Licht. Das kann aber nicht von Lugia sein. Weil es sieht nicht nach Himmelsfeger aus, oder doch? Detect. Nein. Lustig wäre es, wenn jetzt alle vollentwickelten Pokémon auch noch weiterentwickeln würden. Ich buche immer noch Ninja Tom, please. Nicht Chuckle. Chuckle ist OP. Was? Wow. Ich glaube, die Fähigkeit, die unser Mutenroshi hat, ist deutlich besser. Ich weiß nicht, was für Vorteile er jetzt dadurch bekommen. Oh ja, ich kann ja nicht mehr raus. Ich bin ja blöd. Ist ja Bodenpflanze. Wow. Ein Fehl nach dem anderen. Dafür haben wir Assurance. Da haben wir uns versichern können, dass es auch effektiv trifft. Pokémon Trading Card Game... das Online-Spiel zocke ich seit langem nicht mehr. Aber ich habe die Originalspiele auf der Game Boy Color gespielt. Ernsthaft? Er will mich nur verarschen. Dann kann auch Rocky den Rest machen. Na, Luca, ist wieder überall. Sag mir, hast du nicht den Pelpad gekriegt? Nicht der Pelpad? Kriegen wir sie umsonst? Bla 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 bla. Jedenfalls, hier gibt's
keine Schattenfiguren. Keine verdächtige Leute hier. Nichts. Nada. Alles ist sicher. Hundertprozentig sicher. Dann passiert's. Wir wissen ja alle, was passiert. So, jetzt bin ich gespannt. Lebel oder Labello? Eine sehr berechtigte Frage. So, Steinefrau mit Light Clay. Ja, die wilden Pokémon haben alle Items. Oder haben eventuell Items. Ducile Nature, Good Endurance. Ducile weiß ich jetzt nicht. Heilt Stardust-Problem, wenn es regnet. Oh lol. Aber das ist sehr lustig. Es ist ein Special Attacker. Kann nur Gesteinsattacken. Gast. Kein Wunder, dass Gast so stark war. Gast ist ein 90er Gesteinsattack mit 95 Genauigkeit. Ach du Scheiße. So ein Gesteinstornado. Das ist ja mal richtig sick. Klar. Nehme ich gerne. Aber nur 9 Angriff. WTF. Kann ich ja statt Dingens mitnehmen. Ich weiß nicht. Unlichtkampf. Ich finde den Typen schon nice, aber sehr langsam. Aber Steinefrau ist nicht mal langsam. 22er Speed, was? Was ist das denn für ein Rionio? War wohl hier down am Joggen. Mit Extreme Speed. Die Attacke werde ich auch behalten, auch wenn der Angriff so niedrig ist. Falls der Gegner nur sehr wenig Lebenspunkte hat. Aber das ist schon sehr mächtig. Muss ich schon sagen. 51. Ich glaube, wir geben mal der Steinefrau mal die Brille. Ich meine, ne? Ist mal eine schöne Brille. Ich weiß nicht, ob es im Kampf gut benutzbar ist. Aber es ist ein Special Attacker. Von dem her. Deine Frau tümmelt alle weg. Oh ja. Ja, 95er Stab mit Special Attacker ist wirklich richtig OP. Deswegen gebe ich auch die Brille, weil es eigentlich der höchste Angriff ist, was wir momentan haben. Und wir müssen noch eine Sache ändern. Tja, das müssen wir tun. Wir können auch ein bisschen weiter. Ich meine, Bock habe ich noch, Zeit haben wir noch. So, wo bist du, Rihonio? Du bist ganz weit unten. Ja. Da bist du. Sehr schön. So gefällt mir das. So, unser Team ist eigentlich sehr nice. Was meint ihr? Eigentlich not bad. Jetzt zwar viele Kampfschwächen, aber dafür haben wir unser geile Sau. Aber klar, wir bräuchten auf jeden Fall bessere Mons. Slow Motion. So.
Na, kein Verbrechen, der Lebel ist zu früh gegangen. Und was sehen wir hier? Verbrechen. Ah, Diana. Nun, wie läuft denn Pokédex? Ist erst mit zwei Typen beschäftigt und dann fragt er uns, wie es mit unserem Pokédex läuft, auch wenn dann gerade was abgeht. Regel Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Halt die Klappe. Oh, nice. Geile Mucke. Ah, Nostalgie. Nostalgie hoch 10. Torchic, Level 15, Alter. Wer hagelt hier? Torchic, kann hier schön hageln. Vatikal Level 18. Ich bin so lau am Limit. Treffe ich irgendwas doppelt? Nö. Torchic. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich fokussieren die eher mich. Bone Meringue. Alles klar, Radikal. Was? Absorb Light. Das war aber nicht die Attacke. Die Attacke ist jetzt aber Solarstrahl. Problem ist aber, ich weiß nicht, was für ein Typ Solarstrahl hat. Wer kann sehr gut tanken? Washi kann sehr gut tanken, Iron Man kann sehr gut tanken. Ich geh mal zu Washi. Grundsolide bis überdurchschnittliches Team. Alter, was ist mit Ratika los? One-shottet alles. Was ist mit dem Pokémon los? Ich brauche nichts mehr zu machen. Alter, Steinefrau. Aber normal. Psycho Cat. 90. Aber physisch. Physisch. Kann ich Abendschwest wegmachen? Keine speziellen Attacken. Weightlifter Mia und Stacy. Ja, das sind Girls. Gewichtsheber. Mia und Stacy. Wir müssen auf jeden Fall die Namen merken. Die haben sich selbst als Team Galactic bezeichnet. Oh ja. Wenn Pokémon sich entwickeln, gehen Kräfte aus dem Pokémon. Ja, gerne. Tue ich immer gerne. Vor allen Dingen dein Radikal, ne? Kannst ruhig alle Pokémon one-shotten. Alter Falter. Dieses Radikal ist OP. Wer ist das? Oh, das war sehr gut. Sehr gut gemacht. Ich entschuldige mich. Ich bin von Jubilife TV. Was? Smashen? Hat wer Smash gesagt? Fashion Case. Auf Schicks. Von Schicks, da kannst du hier tolle Schicks krallen. Auch Boys, ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt beim TV-Show jetzt auftrittst. Dann kannst du auf jeden Fall alles krallen. So. Hier nochmal ein Counter. Fiero.
Level 4. Wow. Könnten wir mit einer Nicht-Zap-Attacke angreifen? Unser Angriff ist so low. Das ist ein Charakter aus meiner Story namens Diana. Habe ich mit Custom Cast eine App gestellt. Und zwar, ich meine, dass die App ist so seit letzte Woche raus. Da kannst du quasi Virtual YouTuber kreieren. Und da ich selber nicht so gut zeichnen kann, also ich habe den Charakter schon mit per Commission zeichnen lassen und jetzt auch noch mit dem App erstellt, was sogar sehr gut gelungen ist, bin ich sehr froh. Hab dann einfach Screenshot gemacht und ja, kann die App sehr empfehlen. Also wenn ihr mal Charaktere erstellen wollt, jetzt mal, um keine Werbung zu machen. Flug! Monotyp Flug! Das ist not bad. Ibitak ist nice. Standard, aber nice. Wie wollen wir dieses Ibitak nennen? Ibitak. Nicht Ho-Oh. Ich meine, es hat Ähnlichkeiten mit Ho-Oh. Oder Zapdos. Taker. Undertaker. Da bringst du mal auf eine Idee. Okay, Ibitaker. Auch gut. Moment mal. Da fehlt noch Bindestrich. Und Taker. Ich mache das gerade mit Controller. Mit Controller Ibitaker. Passt sogar perfekt.